Herzlich willkommen zum täglichen Monolog am Dienstag zum Jahreswechsel. Hat der Journalist und Max Giermann-Imitator Tibor Martini bei Twitter ein Zitat von Alexander Dobrindt aus dem Jahr 2015 rausgekramt. Damals hat er gesagt: Klar ist, 2018 sind dann auch alle lästigen Funklöcher in Deutschland geschlossen. Und man muss zu Dobrindts Verteidigung sagen, er hat ja auch fast recht. Es gibt ja, und ICE-Fahrerinnen werden das wissen, auch im Prinzip nur noch ein Funkloch, nämlich das zwischen den Haltestellen. Und man muss ja auch verstehen, dass der CSU das Thema Internet einfach nicht so wichtig ist. Für die meisten CSU-Mitglieder lohnt es sich ja gar nicht mehr, einen Internetzugang zu bestellen. Horst Seehofer hat wahrscheinlich auch nur Twitter, weil das Enkelkind mit den schlechtesten Schulnoten zur Strafe für ihn das twittern muss, was er gerade per Fax geschickt hat. Streng dich an in der Schule, sonst machst du den Twitter-Dienst für Opa. Sagt man dann so in der Familie Seehofer, glaube ich. Also so ein leichter Landregen, heißt das so? Das ist tatsächlich ein leichter Landregen. Also wir haben jetzt wirklich sehr kleine Tropfen, schwaches vor sich hinregnen. Ja. Und wenn das jetzt stundenlang dauert, freut sich natürlich der Boden, weil das alles langsam einsinken kann. Leichte Schauer befeuchten oft nur den Waldboden und sind bei hohen Temperaturen schnell verdunstet. Wie in diesem Sommer. Die ZDF-Journalistin Nicole Diekmann hat im Internet einen Shitstorm abbekommen, weil sie sich mit einem Tweet für viele politisch zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. Der Tweet bestand aus dem offenbar leider umstrittenen Satz: Nazis raus. Und ich muss ehrlich sein, im ersten Moment habe ich mich auch darüber aufgeregt, weil mir das zu unklar war. Wir haben 2019, Twitter hat 280 Zeichen, da kann man auch mal ein bisschen konkreter werden. Wo raus denn? Aus ihrem Wohnzimmer, aus Berlin, aus Deutschland, aus dem Bundestag? Bis ich dann verstanden habe, ach, aus allem. Nazis raus aus allem. Außer vielleicht aus Gefängnissen. Also da würde ich sagen, gilt der Spruch nicht. Ich meine, es ist doch klar, zu welcher Gruppe die Menschen gehören, die sich über diesen Satz aufregen. Kleiner Tipp, die Gruppe wird in dem Satz genannt. Und nein, sie heißt nicht raus. Dann hat sie jemand auf diesen Tweet gefragt, was denn für sie ein Nazi sei. Und Diekmann hat geantwortet, jeder oder jede, der die nicht die Grünen wählt. Und es gibt offenbar eine Gruppe, die mit klugen und lustigen Frauen nicht umgehen kann. Und ja, es ist wieder die Gruppe aus dem Satz. Und nein, es ist immer noch nicht die mit dem Namen raus. Und die überschüttet Nicole Diekmann jetzt mit Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen und sonstigen geistigen und strafrechtlich relevanten Dünnschiss, der für Social-Media-Plattformen nicht so schlimm ist wie Nippel. Und jetzt haben wir sehr viel über Nazis geredet, aber viel zu wenig über Raus. Und dabei brauchen die doch so dringend Unterstützung. Denn der letzte Online-Artikel des Raus-Magazins ist eine Promo für eine RTL2-Sendung mit Conny Reimann am 26.11.2018. Und das ist ja irgendwie auch nur ein bisschen weniger traurig als der Shitstorm gegen Nicole Diekmann. Können wir mal rausgehen? Können wir gerne machen. Ja? Robert Habeck hat seinen Twitter-Account gelöscht, weil er in einem Wahlkampfvideo gefordert hat, dass Thüringen endlich ein demokratisches Land werden soll. Das links-grün-versiffte, von Linken und Grün regierte Thüringen soll endlich mal eine Demokratie werden. Und kaum war er weg, haben alle über ihn geredet. Wie bei einer Party, wenn man in die Küche geht, um sich ein Bier zu holen und es da plötzlich total still wird und dann geht man mit dem Bier wieder ins Wohnzimmer und in der Küche wird es auf einmal wieder laut. Ist einem Freund von mir passiert. Kevin Spacey ist wegen den Missbrauchsvorwürfen erstmals vor Gericht gewesen. Der Richter ordnete an, dass sich Spacey vom Kläger fernhalten müsse. So circa 7 cm sind ja wahrscheinlich genug. Der Regierungsflieger hat schon wieder eine Panne und deshalb sitzt unser Bundesentwicklungsminister Gerd Müller gerade in Malawi in Sambia fest. Das sambische Entwicklungsministerium will jetzt einen neuen Flieger für Deutschland finanzieren. Vielleicht können die ja auch Dobrindt mal erklären, wie man Funklöcher stopft. Das war der tägliche Monolog für heute. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Bis dahin, ciao.